Familie, gibt's da irgendwas? Ja, es gibt noch einen Bruder, Konrad Steinke. Der ist Geschäftsführer bei Steinke, dem Autozulieferer. Und Tim Steinke ist Teilhaber der Firma. Sie gehört zur Hälfte Ihnen. Ach, ein Zeichner als mittelständischer Unternehmer? Wie passt das denn zusammen? Das war die Idee meines Vaters. Er dachte, wenn er Tim einen Teil der Verantwortung überträgt, wird der Junge schon vernünftig. Also hat er in seinem Testament verfügt, Tim die Hälfte der Firma zu übertragen. Und wurde Tim vernünftig? Mein Vater war ein weitblickender Geschäftsmann. Aber seine Menschenkenntnis, nun ja. Zum Glück bin ich alleiniger Geschäftsführer. Wie war das für Sie, dass Ihr Bruder sich nicht für die Firma interessiert hat? Mein Bruder hat mir carte blanche gegeben. Das heißt, Sie hatten freie Bahn oder was? Ja. Warum hat er denn seine Anteile nicht einfach an Sie verkauft? Weil er an die Zukunft der Firma geglaubt hat und darin eine gute Investition sah. Und er hat mir vertraut. Wann haben Sie denn Tim das letzte Mal gesehen? Das war vor einem Jahr. Im Krankenhaus. Nach seinem Autounfall. Er war nicht gerade begeistert, uns zu sehen. Es hat ihn alles sehr mitgenommen. Also war es ein Autounfall, der Tim in den Rollstuhl gebracht hat? Ja. Und seitdem hatten Sie keinen Kontakt mehr zu ihm? Mein Bruder und ich standen uns nie sonderlich nah. Nach seinem Unfall wurde das nicht besser. Tim hat schon als kleiner Junge immer alles voll gekritzelt, was ihm unter die Finger kam. Aus ihm hätte was werden können. Ich meine was Richtiges. Was Richtiges? So. Zeichner und Illustrator zu sein, ist nichts Richtiges. Sie haben doch gesehen, wie er lebt, oder? Sie können mir nicht erzählen, dass mein Bruder glücklich war. Ja, hatte er keinen Erfolg, oder was? Geld verdienen. Das hat ihm nie interessiert. Er hat halt vor sich hingekritzelt und von seinem Erbe gelebt. Haben Sie irgendeinen Hinweis? Können Sie sich das alles irgendwie erklären? Also dafür, dass Konrad seinen Bruder angeblich ein Jahr lang nicht gesehen haben soll, finde ich, weiß er über seine Lebensverhältnisse ziemlich gut Bescheid. Und, wie ist die Firma aufgestellt? Gute Zahlen, schlechte Zahlen? Hier drin stehen die Antworten. Schubert, bin beeindruckt. Aber wir rechnen Kurzfassung. Im letzten Jahr ist Steinkes wichtigster Auftraggeber abgesprungen. Seitdem hat das Unternehmen Probleme, seine Bankkredite zu bedienen. Oha, so schlimm? Wäre ich Tim, hätte ich meine Anteile verkauft. Dann wäre ich Konrad, hätte ich aber Angst vor den Konsequenzen dieses Verkaufs. Ja, er müsste damit rechnen, die Kontrolle über die Firma zu verlieren. Aber würde er wirklich bis zum Äußersten gehen und seinen Bruder umbringen? Oder umbringen lassen? Also, die Spurensicherung hat einen Brief gefunden, in dem Konrad seinem Bruder ein Angebot macht für seine Firmenanteile. Ganz schön förmlich. Wie hat er reagiert? Gar nicht. Haben Sie nachgehakt oder sich mit ihm getroffen? Nein. Warum nicht? Zeitverschwendung. Ich kenne meinen Bruder. Also wenn Sie Ihren Bruder so gut kannten, warum haben Sie dann gedacht, dass er überhaupt auf Ihr Angebot eingehen würde? Hören Sie. Es gibt Momente, da denke ich nicht alles zu Ende. Na und? Und? Mein Gott, ich wollte für klare Verhältnisse sorgen. Sie hatten doch carte blanche, wie Sie es ausdrücken. Oder waren die Verhältnisse doch nicht so klar, wie Sie sich das vorgestellt hatten? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Und ganz ehrlich, ich will es auch gar nicht wissen. Und wenn Sie jetzt keine weiteren Fragen haben, bitte. Kerstin? Wir haben Zugriff auf Tim Steinkes E-Mails. Es gibt jemanden, mit dem er sich regelmäßig per Mail verabredet hat. Miriam Steinke. Ach. Es kommt noch besser. Erzähl. Konrad wusste davon. Das ist ein Ding. Frau Steinke, Sie haben ausgesagt, Sie hätten Tim das letzte Mal nach seinem Unfall gesehen, in der Klinik. Ist das richtig? Ja. Also vor einem Jahr? Ja. Und seitdem nicht mehr? Nein. Schauen Sie mal. Das sind Ausdrucke der E-Mail-Korrespondenz zwischen Ihnen und Tim. Daraus geht eindeutig hervor, dass Sie sich mit Tim regelmäßig in seiner Wohnung getroffen haben. In den vergangenen 12 Monaten genau 10 Mal. Wie passt das zusammen mit Ihrer Aussage, Sie hätten Tim seit seinem Unfall nicht mehr gesehen? Ja, ich habe Tim getroffen, ja. Aber es ist wirklich nicht wichtig.
Bevor meine Frau und ich ein Paar wurden, war es mein Bruder, der sich für Miriam interessiert hat. Um genau zu sein, ich habe Miriam über Tim kennengelernt. Mhm. Waren Tim und ihre Frau mal ein Paar? Also ich meine, bevor sie eins wurden? Tim ist für mich nie in Frage gekommen. Der hat sich in eine Vorstellung von mir verliebt. Die hätte überhaupt gar nichts mit mir zu tun. Würden Sie denn sagen, Tim hat sich um Sie bemüht? Er hat sich darum bemüht, unglücklich verliebt sein zu können. Also wenn Sie mich fragen, dann hat er Angst. Angst wovor? Vor Frauen. Miriam musste einmal im Monat zu ihm hin und ihm Bericht erstatten. Sonst hätte er mir das Leben schwer gemacht. Hat er ihn mit diesen Worten gedroht? Das musste er nicht. Das war unausgesprochen. Was soll das heißen? Bericht erstatten. Genau das. Was? Das? Sie haben doch behauptet, dass sich Ihr Bruder nicht für die Firma interessiert hat. Miriam hat in meinem Namen über die aktuellen Geschehnisse und die anstehenden geschäftlichen Entscheidungen gesprochen. Und Tim hat dazu das Gesicht verzogen. Dann musste Miriam auf ihn einreden und am Ende hat er alles abgenickt. Es war ein Ritual. Ein dummes, widerwärtiges Ritual. Nein, es ging ihm nicht um Sex. Tim, der hat durch die Erbschaft seines Vaters Macht bekommen. Und er hat sie ausgeübt. Wie hat er das gemacht? Er hat es genossen, uns alle zu demütigen. Und auch sich selbst. Wie sind Sie damit umgegangen? Ich habe mich für ihn geschämt. Aber ich hatte natürlich auch Mitleid irgendwie. Es war wirklich so beschämend für Konrad und für mich. Verstehen Sie jetzt, wieso wir das alles nicht an die große Glocke hängen wollten? Was immer Sie auch denken mögen. Ich vertraue Miriam. Meine Frau und ich, wir sind ein Team. Egal, ob da jetzt bei diesem merkwürdigen Treffen zwischen Tim Steinke und Miriam was lief oder nicht, irgendwann ist Konrad Steinke der Kragen geplatzt und er hat seinen Bruder umgebracht. Mord aus Eifersucht. Es gibt nur einen Haken an der Sache. Der wäre? Konrad hat ein Alibi. Er war zur Tatzeit geschäftlich in Stuttgart zusammen mit seiner Frau unterwegs. Er müsste es ja nicht zwingend selbst gemacht haben. Theoretisch könnte er sich einen Auftragsmörder besorgt haben. Die Frage ist nur, jemand wie Konrad Steinke, wie würde der das anstellen? Auf jeden Fall nicht im Internet recherchieren, das ist viel zu riskant. Vielleicht hat er irgendwelche Kontakte. Ja, er vielleicht nicht, aber Winterberg hat welche. Tja, ist eine junge Frau, die nach einem intergalaktischen Krieg versucht, in einer zerstörten Großstadt zu überleben. Das ist nicht so einfach, weil Chiaras Welt von außerirdischen Zombies bevölkert wird. Also, hartes Brot für unsere Heldin, aber auch für die Leser. Die ersten beiden Bände, die haben ja noch so einen gewissen Humor. Aber ab dem dritten Band wird alles nur noch hoffnungslos und düster und brutal. Um Tim Steinkes Tod zu begreifen, müssen wir sein Leben begreifen. Und dazu müssen wir diese Mangas lesen. Habe ich gemacht. Und, ist Ihnen was aufgefallen? Ja, ist super gezeichnet. Ja, super gezeichnet. Also, super, ich finde, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Mark, Ben, Hugo, schauen Sie mal hin. Krass. Das habe ich ja total übersehen. Ja, doch. Es sind die Augen und auch die Haare. Also in den Geschichten heißen die Figuren natürlich anders, aber sie ähneln sich nicht nur äußerlich. Ja? Ja, dieser Typ zum Beispiel, sehr windig, immer nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Hugo Stahl. Hugo Stahl. So, Konrad gibt's auch. Kommt mal mit. In der Geschichte ist seine Figur für die Wasserversorgung in der zerstörten Stadt zuständig. Er ist aber nicht wirklich ein Bösewicht. Ja, er kommt auch nicht so häufig vor. Und was machen Mark und Ben? Mark und Ben sind zwei Untote, die Chiara verfolgen. Chiara gelingt es zwar immer wieder, die beiden zu stellen und zu töten, aber das hilft nicht. Die beiden stehen immer wieder auf und der Albtraum geht von vorne los. Und warum verfolgen die beiden Chiara? Chiara glaubt, sie sei verflucht. Sie sagt, sie habe keine Hoffnung auf Erlösung. Erlösung, aber wovon? Ja, das ist genau die Frage. Das wird in der Geschichte nicht erklärt. Es muss irgendetwas in irgendeiner Nacht passiert sein. Sie spricht wiederholt von jener dunklen Nacht. Herr Reuter, ich finde das ja auch alles total spannend mit der Chiara, aber worauf wollen Sie hinaus? Alle Figuren haben ein reales Vorbild in der richtigen Welt. Nur Chiara nicht? Ist doch ein bisschen merkwürdig, oder? Sag mal, ist das deine? Coole Farbe. Ja, ne? Ich finde das gar nicht so merkwürdig. Vielleicht war es ja seine Traumfrau. Also die Frau, die er sich erträumt hat. Vielleicht war es ja auch Miriam Steinke. Die Frau seines Bruders? Mhm. Tatsache. Sag mal,
Da ist ja nur ein Rauschen drauf. Ja, das soll so sein. Weißes Rauschen. Es verstärkt die Konzentration, das hilft beim Arbeiten. Ich kenne Tims Freunde nicht. Wieso fragen Sie? Uns ist aufgefallen, dass Sie mit Tims Heldin Chiara eine gewisse Ähnlichkeit haben. Wirklich? Ja. Ich habe seine Mangas nie gelesen. Ach, das sollten Sie aber mal tun. Das ist spannende Unterhaltung. Sie kommen auch gut weg in der Geschichte. Also, Chiara. Chiara? Als ich Tim nach dem Unfall im Krankenhaus besucht habe, da... Also, er stand unter Medikamenteneinfluss, aber... Er hat immer diesen einen Namen geflüstert. Clara. Clara? Ja, mit Tränen in den Augen. Wahrscheinlich eine seiner unglücklichen Lieben. Sie ist es nicht. Chiaras Persönlichkeit ist viel, viel härter.